Es gibt ein noch viel tieferes Abwehrsystem der Verdrängung oder der Verwerfung als lediglich die Lust- oder Genießensdialektik des zu sich selbst Kommens, zu anderem Kommen oder eben auch nicht. Und das ist die Schmerz-, Hass-, Neid-Dialektik als die ursprünglichste Verwerfung. Jeder sich torquiert, vermiform, windende Todeskampf ist das gleiche wie der sich windende in unendlichem Schmerz und Übelkeit sich abspielende Geburtsvorgang, korrelierend auch mit jenen Vorgängen, die dem vorausgehen, bevor es zur Abschnürung, zur Absprießung des neuen Keimscheiblings führt. Die Geschlechtungsvorgänge, die Penetrationsvorgänge. Und deshalb erwächst hier ein Komplex, der noch tiefsitzender und noch triebhafter motiviert ist, nicht nur Todeslebenstrieb, sondern Rachsucht, Vergeltungssucht, Neid. Zerstörungswut, Heimzahlung, Vergeltung. Wir haben keine Lust, den ganzen Komplex den Komplex der Lust-Unlust-Vermeidung überschneidet, sondern den Schmerz, Existenz, Komplex überlagert, unterlagert unter diesen, vergessen macht. Der schlimmste Zustand ist ein Unwohlsein, dessen Lokalisation nicht die von einem bestimmten Schmerzpunkt ist, sondern das Ergreifen des gesamten Organismus insgesamt in seinem, man kann nicht sagen, Unbehagen, sondern in seinem Vernichtungs-, eben gerade Nicht-Empfinden, da das nicht lokalisierbar ist, ein Zustand, der kurz vor der Ohnmacht steht, wegen Unerträglichkeit und Hilflosigkeit, weil man auch nicht weiß, was das ist, wo das sitzt, woher das kommt, wer man ist. Wir haben keine Lust, dieses gesamte, unerquickliche, aber tiefsitzendste Lebensthema jetzt auch noch aufzudröseln. Wir machen nur mal eine Auflistung all der Stichworte und Begriffe, die da zusammenhängen in einem einzigen Komplex, kausal.